Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Endlich ist es soweit. Die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen und spätestens jetzt haben alle den Grill auf den Balkon oder in den Garten gestellt. Wer noch keinen Grill hat, der überlegt sich jetzt wahrscheinlich, welchen soll ich denn kaufen? Die Auswahl ist riesig, doch welches ist der passende Grill für meine Bedürfnisse und ist teuer automatisch besser? Das klären wir heute bei Bauen und Wohnen und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Auch bei unserem ersten Thema bleiben wir auf dem grünen Rasen oder zumindest im Garten. Oft sieht man dort neben dem Fußballtor für die kleinen riesen Kletterburgen. Der eigene Spielplatz im heimischen Garten. Kletterturm, Schaukel oder Wippe. Je mehr Variationen, je besser. Auf was Sie beim Kauf und der Installation achten müssen. Wir haben Claudia Zidorn, Quirin Patzke und David Reimann für Sie auf den Spielplatz geschickt. Das sind Julius, Moritz, Greta, David, Anna, Clara und Lasse. Sie zeigen uns heute, warum Gartenspielgeräte auch im privaten Bereich immer beliebter werden. Und damit kommen wir auch gleich zu Punkt 1, wenn Sie ein Gartenspielgerät kaufen möchten. Testen Sie es vorab oder besser, lassen Sie es testen und zwar von denen, die es am Ende auch benutzen. Grundsätzlich muss man natürlich immer den Preis und die Leistung ins Verhältnis setzen. Das heißt, das Billigste ist meistens nicht das preiswerteste Produkt. Also der Preis und die Leistung, wenn das zusammenpasst, wenn Sie sehen, das hat einen angemessenen Preis für das Produkt. Schön ist immer auch, wenn Sie im Fachhandel die Produkte live erleben können. Die Kinder können es austesten und dann kann man auch sagen, die Qualität passt zum Preis dazu. Zu den gängigsten Modellen gehören heute Schaukel, Rutsche und Kletterturm. Doch Spielgerät ist nicht gleich Spielgerät. Und das ist Punkt 2. Es wird unterschieden zwischen privater und öffentlicher Nutzung. Also privat dürfen Sie grundsätzlich alles machen. Sie können auch Spielgeräte, die zertifiziert sind für den öffentlichen Bereich, in den Privatgarten stellen. Sie erhöhen dadurch nur die Sicherheit für die Kinder. Das macht keinen Nachteil. Was nicht erlaubt ist, privat zertifizierte Spielgeräte im öffentlichen Bereich aufzustellen. Weil einfach die Beanspruchung, die Belastung im öffentlichen Bereich aufgrund der hohen Anzahl der Kinder eine ganz andere ist. Wichtig, auch Wohneigentümergemeinschaften und Mietshäuser zählen zum öffentlichen Bereich. Auch ein Schild mit der Aufschrift privat entbindet nicht von dieser Pflicht. Am Ende haftet der Betreiber. Und schon sind wir bei Punkt 3, der Sicherheit. Wer ein Spielgerät im heimischen Garten aufstellt, kann zwar selbst entscheiden, was, aber nicht unbedingt wo. Hier gibt es klare Vorschriften. Es gibt für jeden Typ von Spielgerät gibt es entsprechende Sicherheitsbereiche, das heißt Fallräume. Wenn die Kinder von der Rutsche runterfallen, muss ein Fallraum da sein, es muss ein Auslaufschutz da sein nach der Rutsche. Das ist wichtig, dass sie das beachten, dass diese Größen eingehalten werden, dass keine Hindernisse in diesen Sicherheitsbereichen vorhanden sind. Der Sicherheitsbereich beträgt ab Ende der Rutsche noch 2 Meter ohne Hindernis. Sicherer Fallraum bedeutet, dass nicht Beton oder Asphalt unter dem Spielgerät sind, sondern Rasen. Dieser sollte allerdings dicht und gut gepflegt sein, dann fängt er Stürze aus einer Höhe bis 1,50 Meter ab. Besonders im Trend liegen Spielgeräte aus Holz, wegen der Optik und der Langlebigkeit. Man kann ganz klar erkennen, dass der Trend weg von den druckimprägnierten Kiefernhölzern hin zu unbehandelten, haltbaren Hölzern geht. Sprich, wir verwenden hauptsächlich die Robinie. Die wächst in Europa, ist ein einheimisches Holz und hat eine sehr, sehr gute Lebensdauer. Sprich, wenn man so eine Schaukel in den Boden einbaut, dann steht der ungefähr 30 Jahre, der Robinienstamm. Okay, 30 Jahre lang nutzen Kinder die Spielgeräte vielleicht nicht. Sie können aber zum Beispiel an die nächste Generation weitergegeben werden. Oder den Garten schmücken. Oder, ach, manchmal sind wir doch alle gerne wieder ein bisschen Kind. Und von den Spielgeräten der Kleinen kommen wir nun zum Spielgerät für alle Altersklassen, dem Fußball. Träumen wir nicht alle davon, genauso hart und präzise schießen zu können wie Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, Thomas Müller oder früher auch Mario Basler? Pünktlich zur Europameisterschaft ist das alles möglich. Egal ob Hobbykicker oder Profifußballer. Mit dem MiCoach Smartball erfährt Fußballspielen eine ganz neue Dimension und ich glaube, bei manchen steigert es auch das Selbstvertrauen. Der Elektroniktipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt.
den Ball kontrollieren, auf dem Feld höchste Leistung zeigen und zielsicher treffen, was die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2014 gezeigt hat und auch bei der EM 2016 unter Beweis stellen will, kann jetzt jeder ganz einfach lernen. Was man dazu braucht? Entweder einen guten Trainer oder den Mi Coach Smartball von Adidas, ein Smartphone und die passende App. Jetzt analysiert die App den Schuss auf den Ball durch die Sensorik, die im Ball steckt, erkennt diese jetzt, an welche Position ich meinen Ball getroffen habe, wie schnell der Schuss war, welchen Spin er hatte, mein Schussfuß, und ich kann den Spin anhand dieser Grafik erkennen, in welchem Flugwinkel er geflogen ist, und ich kann die Flugbahn erkennen. Die App funktioniert auf jedem Android- und iOS-Gerät, nur bei Microsoft bislang noch nicht. Über Bluetooth verbindet sich das Smartphone mit dem Ball und gibt durch die Sensortechnik Auskunft über jeden Schuss. Egal ob Profi- oder Hobbykicker, der Ball ist so robust und belastbar aufgebaut, dass die Sensoren innen nicht beschädigt werden. Und egal ob harter oder schwacher Schuss, jeder kann mit dem Mi Coach Smartball besser werden. In der App sind verschiedene Videos hinterlegt, die einem zeigen können, wie ich den Ball schneller, sicherer an meinem Fuß führen kann. Aber in erster Linie einfach, um unsere Flanken, unsere Torschüsse einfach zu verbessern und zu verstärken. Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Smartball nicht von einem normalen Fußball der Größe 5. 68,6 cm Umfang und 22 cm Durchmesser. Die Batterie hält rund eine Woche für etwa 2000 Schuss. Die Ladezeit beträgt etwa eine Stunde. Wie gut man am Ende ist, hängt von jedem selbst und von der eigenen Trainingszeit ab. Zur kleinen Randinformation: Unsere Fußballnationalmannschaft hat 2014 mit diesem Ball im Trainingslager in Brasilien trainiert. Die sind mit diesem Ball Fußball-Weltmeister geworden. Es funktioniert auf jeden Fall, wie wir alle gesehen haben. Dieser Ball ist für Einsteiger, für Kreisliga-Kicker, für auch schon bessere Fußballspieler. Es kann jedem helfen und jeder, der am Fußball Spaß hat, wird auch an diesem Ball Spaß haben. Den Ball kontrollieren, auf dem Feld höchste Leistung zeigen und zielsicher treffen. Was 2014 geklappt hat, sollte mit dem richtigen Training doch auch 2016 zu schaffen sein. Der Ball ist wohl wirklich das richtige Spielzeug für alle Fußballbegeisterten. Wer sich den Spaß gönnen möchte, der Ball kostet rund 200 Euro. Die Europameisterschaft ist auch ein guter Anlass, um mit Freunden eine richtige Grillparty zu veranstalten. Wer noch keinen Grill hat, der überlegt vielleicht gerade einen zu kaufen. Doch welches ist der richtige Grill für Ihre Bedürfnisse und ist teuer automatisch besser? Das klären wir gleich nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Grillen, das ist heute ein Outdoor-Erlebnis der besonderen Art und weit mehr als Steaks und Würstchen. Wer heute noch einen alten Grill benutzt oder noch nie ein Grillseminar besucht hat, der ist eigentlich komplett out. Grillen, das ist ein Event und eine Wissenschaft für sich. Doch was kommt eigentlich am meisten auf dem Grill? Welche sind die beliebtesten Grillarten und wer grillt eigentlich wie oft? Hier ein paar Fakten zum Thema Grillen. Fußball-EM in Frankreich, Sommer, Sonne, Wochenende. Was meinen Sie, machen die meisten Menschen bei diesem Mix? Richtig, raus den Grill und dann wird kräftig angefeuert. Aber wer grillt eigentlich wie in der Bundesrepublik und wie machen es unsere Nachbarn in Österreich? Derzeit werden weltweit rund 320 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr produziert. Allein in Deutschland entspricht das einem Umsatz von rund 40 Milliarden Euro. Hier verzehrt jeder rund 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. Fleischersatzgerichte wie Tofu oder Soja sind immer mehr im Trend. Der Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf 454 Millionen Euro gestiegen. Ein Teil davon landet jährlich auf unseren Grills.
Nicht anders sieht das auf dem Grillmarkt aus. Bei der Frage, mit welchem Grill gegrillt wird, sind sich beide Länder einig. Der Großteil setzt auf den klassischen Holzkohlegrill. Der Gasgrill ist in der Minderheit, aber immer mehr im Kommen. Allein für Grillkohle und Briketts geben die Deutschen jährlich rund 180 Millionen Euro aus. Und das bei ca. 150 bis 180 Tonnen. Über 55 Millionen sind es bei den Gasgrills. Was bei den Deutschen und Österreichern auf den Grill kommt, könnte nicht vielfältiger sein. Ganz oben steht das deutschen Lieblingstier, das Schwein, gefolgt vom Geflügel und Rind. So sieht es auch in Österreich aus. Aber auch der Trend zur gesundheitsbewussten Ernährung lässt sich erkennen. So kommen direkt nach Fleischspeisen gegrilltes Gemüse und Meeresfrüchte. In Österreich ist außerdem noch gegrillter Käse beliebt. Aber warum wird denn jetzt eigentlich so gerne gegrillt? Als Hauptgründe nennt der Großteil Spaß und Geselligkeit. 80% grillen wegen des Geschmacks, 76% um mit Freunden oder der Familie Zeit zu verbringen. 39% grillen sogar wegen der Essenszubereitung der ursprünglichen Art. Bei einem sind sich die Deutschen und Österreicher aber einig, mit knapp 60% ist und bleibt Grillen Männersache. Also, die Fußball-Europameisterschaft kann kommen. Die Europameisterschaft hat begonnen und die Grillsaison natürlich auch. Und unser Grillexperte ist heute Timo Smolker. Herzlich willkommen. Grüß dich, hi. Timo, du hast jetzt eine ganze Auswahl hier an Grills mitgebracht. Was sehen wir jetzt mal hier im Schnelldurchlauf? Also so einen kleinen Querschnitt von angefangen Holzkohle, Kugelgrill, über einen Holzkohle. Den man eigentlich von zu Hause kennt. Genau, wo man eigentlich von zu Hause kennt. Dann haben wir so einen speziellen, das ist so ein monolithischen Keramikei, wo ich mit relativ wenig Heizmittel, also Kohle oder Briketts, extrem lange Temperaturen erzielen kann. Ja. Dann haben wir hier einen Gasgrill, der mittleren Preis. Die Einbauküche in klein? Genau, eigentlich die Einbauküche in klein. Wobei ich sagen muss, die Einbauküche in klein gibt es auch in groß. Da haben wir da hinten noch einen stehen. Was wir noch haben hier, einen Pelletgrill haben wir auch noch rumstehen. Also da wird man gleich dazu ein bisschen was erklären. Jetzt haben wir im Beitrag gehört, die meisten grillen noch mit Holzkohle. Ist das noch der Trend oder ist der Trend ein anderer? Also ich finde, dass der Trend sich gerade ein bisschen wandelt, weil einfach das Gasgrillen schneller geht. Wenn man abends mal kurz nach Hause kommt, so von der Arbeit, das Ding kurz anwerfen, Viertelstunde, 20 Minuten kann man grillen. Das habe ich jetzt beim Holzkohlegrill beispielsweise als Vorlaufzeit, bis ich meine Holzkohle anzünde, bis ich das Ding umfülle und. Und ich sauber eigentlich, also eher der Trend zum Gasgrillen, definitiv. Du hast gerade gesagt, jetzt wenn ich schnell nach Hause komme und ich habe eine kleine Familie, brauche ich ja nicht gleich einen Riesengrill, sondern was würdest du empfehlen, wenn ich sage, ich möchte abends mal ein paar Steaks, ein paar Würstchen grillen? Holzkohle, Gasgrill in klein? Kommt immer darauf an, was man grillen möchte, aber für zwei Leute zu Hause reicht eigentlich so ein kleiner Zweibrenner, Einbrenner, völlig egal. Man muss halt gucken, dass die Qualität stimmt, dass ich ordentlich auf Temperatur komme, dass das Grillen auch Spaß macht. Qualität. Wie erkenne ich jetzt, wenn ich keine Ahnung habe, was ist ein guter Grill, was ist ein schlechter Grill? Ist teuer zwangsläufig gut bei Grills? Ich würde sagen, man sollte, ja. Je teurer der Grill, eigentlich je besser sind die Materialien, wo verarbeitet werden. Man hat natürlich Geräte, die sind so groß, für 350, 400 Euro. Wenn ich jetzt einen Deckel öffne, der verzieht sich, der wird windisch. Also hier kann man beispielsweise jetzt mal gut zeigen, wenn ich mit einem Finger nur an einer Seite den Deckel öffne, er bleibt schön gerade. Ja, dann habe ich innen drin bei dem Gerät jetzt beispielsweise auch gut verarbeitete Materialien, ganz dicke Flavorizer. Das sind die Brennerabdeckungen. Da sollte man auch darauf achten, dass die wirklich massiv stabil sind. Und natürlich innen drin auch die Brenner, dass die nicht aus dem Blech sind, nur gedreht zu einem Brenner, sondern richtig massive Rohre. Man kann es hier mal kurz so ein bisschen zeigen. Also ich könnte den ganzen Grill an dem Brenner hochlupfen. Also schon, sollte man schon drauf achten. Und eben auch die Langlebigkeit. Ja, was ganz wichtig ist, ein Grill, wo 200, 300 Euro kostet, in dieser Größe hält ja keine 10 Jahre. Was ist jetzt der Unterschied von einem Smoker zu einem Holzkohlegrill? Smoker ist eigentlich so, dass man dann niedrige Temperaturen fährt und das Fleisch lange Zeit drin liegen lässt. Ja, ich habe eben auch bei vielen Smoker, die klassischen, was man kennt, so Lokomotiven, Holz drin. Das Holz raucht, also ich kriege einen ganz anderen Geschmack hin ins Fleisch, ja, wo eher dann auch so für große Stücke geeignet ist, so Spare Ribs, was man kennt, oder gerade das Pulled Pork, was so umgeht. Lange, niedrige Temperaturen fahren. Ja. Geht mit dem Gasgrill auch, kann ich auch mit so Räucherchips ein bisschen arbeiten. Geht genauso, kriege ich auch so mein Flair, so das Holzkohlegeschmack, wo viele eben denken, den Holzkohlegeschmack hin. Aber bei so, wie wir hier haben, so ein Pelletgrill beispielsweise, da habe ich jetzt hier meinen Pellettank. Das sind so kleine, ich zeige es gerade mal kurz. Ja. Wird praktisch eingefüllt ganz einfach und dann hält es stundenlang. Genau, das sind so Pellets, wie wir viele kennen.
von der Heizung. Okay. Ja, aber bitte nicht die von der Hausheizung nehmen, das sind spezielle, absolut Natur. Die fülle ich ein, stelle dann meine Temperatur hier ein, das ganze Ding braucht Strom. Hat so ein Rauchintervall dabei, lege ich mein Fleisch rein, kann ich Rasen wehen, kann ich tun und lassen. Oder Fußball gucken, passend jetzt zur WM. Ja. Europameisterschaft noch, aber Europameisterschaft, wie gesagt, kann ich da reinpacken, stelle meine Temperatur ein, das Ding macht alles von alleine. Macht den Rauchintervall, alles. Jetzt habe ich ja heute Grillen, früher hatte ich Steaks und Würstchen, heute habe ich Pizza, ich habe Braten, ich habe Tofu, ich habe Gemüse. Worauf muss ich da achten? Ist ein Gasgrill oder ein Holzkohlegrill gleich geeignet für eine Pizza? Oder gibt es da Unterschiede? Man kann eigentlich alles auf jedem Grill machen. Ja. Man muss nur wissen, wie. Ja? Also bei dem Holzkohlegrill beispielsweise, wenn ich ihn gerade mal so öffnen kann, da haben wir jetzt beispielsweise gerade den Flying Fish drauf. Ja. Da kann ich jetzt einen Fisch drauf machen. Der Fisch wird über den Bauch ausgenommen. Dann stelle ich den das da nur drauf. So mit der Fischzange. Da klebt aber meistens immer alles hin. Wenn man die aufmacht, klebt es meistens hin. Ja. Deswegen, ein Fisch wird eigentlich so gemacht, schneide den Bauch auf, nehme ihn aus. Und die Kuhle nutze ich. Dann kann ich hier Weißwein reinfüllen oder ein bisschen Zitronensaft, Kräuter rein. 180 bis 200 Grad, links und rechts. Ja. Fisch in die Mitte, warten, bis ich die Flosse, Rückenflosse rausziehen kann. Und dann eben ist er fertig. Genauso geht es mit dem Pizzastein. Ich packe den Pizzastein in die Mitte, fülle meine Kohle links und rechts außen rum, schön im Kreis, dass ich so ein bisschen eine Zirkulation hinkriege. Pizzastein gut aufheizen, bisschen Mehl drunter, Pizza drauf. Kann ich jetzt dann bei Pizza auch oder bei anderen Sachen die ganz normale Holzkohle verwenden oder sollte ich eher andere Brennstoffe verwenden? Ja, das ist eine gute Frage. Da machen auch viele Fehler. Also es gibt sogenannte Briketts, die nimmt man eigentlich zum lange Grillen. Mhm. Ja, da kriege ich nicht die maximale Temperatur hin, sondern einfach eine gleichmäßigere, langere oder eine gleichmäßig lange Temperatur. Ja. Holzkohle brennt eigentlich kurz hoch und ist eigentlich so nach einer Stunde fast schon wieder aus. Also für solche Sachen, kurz eine Pizza machen, würde ich eher sagen Holzkohle. Ja. Ja, und wenn ich dann sage, okay, ich will mal einen Spare Ribs machen oder gerade so Long Chops, so längere Arbeiten, wo es man drauf hat, dann nimmt man dann die Briketts. Jetzt habe ich ja nicht immer einen Garten, wo ich sagen kann, ich kann Holzkohle nehmen, einen Smoker nehmen, sondern viele haben ja auch nur einen Balkon und leben in Miete. Was ist da überhaupt erlaubt? Das Problem kommt immer mehr. Da sollte man seine Hausordnung lesen oder mit dem Vermieter sich zusammensetzen, mal bei einem Gläschen Rotwein und darüber diskutieren. Da muss man wirklich gut lesen, weil vielen steht drin, man darf nur Elektrogrills verwenden oder sie dürfen nur das, das, das. Also gut vorinformieren, nicht, dass man erst kaufen geht und dann sieht, oh, ich darf ja nur, meistens uncool. Also wie gesagt, Hausordnung oder wie gesagt, lesen, lesen, gucken. Dann ist ja noch immer, hört man, Aluschalen. Soll man sie verwenden, dass der Grill schön sauber bleibt, nicht viel putzen muss oder soll ich es lieber lassen? Meine Meinung, und wo auch bestätigt wurde jetzt mit Toxikologen, lassen. Weil man arbeitet grundsätzlich immer irgendwo ein bisschen mit Säure. Fisch beispielsweise in Aluschale legen und Zitronensaft oder so, drüber ist Säure dabei. Ja. Das heißt, die Aluminiumgeschichte geht in den, über das Essen in den Körper über. Ja. Ich habe sogenannte toxische Belastung, schweres Wort, wo der Körper irgendwann mal nicht verträgt. Ich müsste jetzt jeden Tag grillen und so viel zu mir nehmen, dass es schädlich wird. Aber ich sage einfach nein. Lass die Aluschalen bitte weg. Gibt auch ein schöneres Branding und es brennt nicht so viel an. Genau, gibt ein schöneres Branding, weil hier, wie gesagt, mit dem Gussrost die Oberfläche schön, mit dem Alu eher weniger. Dann gibt es nach Grillzubehör. Welches ist das Zubehör, was du sagst, wenn ihr einen neuen Grill kauft, das würde ich euch dazu empfehlen? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, ein Grill muss immer gereinigt werden. Auch da gibt es verschiedene Meinungen. Ich sage immer, wenn der Grill noch Rest... Das Ausbrennen. Genau, die Pyrolyse, das Ausbrennen, wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Wenn der Grill schon Hitze hat, lasst den einfach noch ein bisschen nachlaufen, solange er esst. Ja, weil dann reinigt er sich ein bisschen selber. Alles, was nicht reingehört, verbrennt, verkrustet. Okay. Dann kann ich mit so Bürsten das Ganze abbürsten. Ja. Das fällt dann nach unten weg. Und dann Gussroste bitte. Jeder, der einen Gussrost hat, sollte den ein bisschen ölig halten. Weil Guss hat viel Eisenanteil drin, da gibt es eben dann auch so den Flugrost. Der ein oder andere kennt das, der hat schon verrostet in daheim. Nehmt ein bisschen Öl her oder ein bisschen so Trennsprühwachs oder sowas gibt es auch. Wie gesagt, ölt das Ding ein bisschen ein. Beim nächsten Mal anfeuern ist das eh wieder alles verflogen. Aber ihr habt eine Imprägnierschicht oben drauf und das Ding ist gut. Lieber Timo, vielen Dank für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Ich habe jetzt so richtig Hunger bekommen auf ein schönes Steak, liebe Zuschauer. Das grillen wir nachher auch noch. Hast du was dabei? Ich habe einen T-Bone dabei, das machen wir uns jetzt. Oh, da freue ich mich tierisch drauf. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann zeigen wir Ihnen, warum nicht nur bei Steaks XXL der neue Trend ist, sondern auch bei Fliesen. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.
Kennen Sie noch die kleinen, fast quadratischen Fliesen im Bad mit 15 bis 20 cm Kantenlänge? Diese Zeit ist schon vorbei. Heute hat sich 30 x 60 cm zum neuen Standardformat entwickelt. Doch der Trend geht hin zu noch größeren Fliesen. In ist XXL. Die Geschichte der Fliesen fängt klein an. Während zur Römerzeit Mosaik im Trend lag, sind die Formate im Laufe der Jahrzehnte immer größer geworden. Erstmals aufgetaucht sind die XXL-Fliesen beim Fassadenbau. Als nächster Schritt folgte die Herstellung solcher Großformate für die Raumgestaltung. Inzwischen sind Größen von 1,20 auf 60 längst üblich. Also der Trend, man sieht ihn ganz genau, es wird immer ein größeres Format geben, immer weniger Fugenanteil, 1,50 Meter auf 70, auch an den Wänden. Man will einfach den Raum daheim großzügig nutzen, nicht unbedingt, dass das Auge abgelenkt wird von vielen Fugen. Auch vom Pflegen her ist bei der Hausfrau immer so ein Thema mit den Fugen. Und so hat man eigentlich eine große, glatte Fläche, pflegeleicht. Und die Optik spielt halt wirklich eine Rolle, dass man wirklich auch ein bisschen schummeln kann im Raum. Nach oben hin scheint es kaum Grenzen für Flächenfliesen zu geben. Das bisher größte Format sind 3,60 Meter auf 1,20 Meter. Einziges Problem bei dieser Größe, das Gewicht. Daher haben die XXL-Fliesen meist eine maximale Dicke von 3 bis 6 mm. Wer jetzt allerdings glaubt, dass das Verlegen von großformatigen Fliesen mit weniger Aufwand und somit auch mit weniger Kosten verbunden ist, irrt. Im Gegenteil, da die großen Platten von zwei Fliesenlegern angebracht werden, müssen und mehr Materialverschleiß anfällt, sind XXL-Fliesen eine teurere Angelegenheit. Und auch beim Verlegen selbst ist der Aufwand höher. Die Herausforderung bei den großformatigen Platten liegt im Untergrund. Der Untergrund muss akkurat vorbereitet sein. Er muss sozusagen bolzeben, so eben wie die Fliese auch ist, muss der Untergrund sein, weil unsere Fliese in der Untergrundbeschaffenheit nichts verzeiht. Also das heißt einfach, der Untergrund muss ganz glatt sein. Die Großformate bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Gestaltung. Große Fliesen lassen auch die Räume größer wirken. Und da weniger Fugen das Auge weniger stören, wirken die Flächen durchgängig und ruhig, wie aus einem Guss. Früher hatten wir ja wirklich nur das Nötigste im Bad gefliest, also es war jetzt so der Trend. Momentan kommt man wirklich wieder die Bäder Raum hoch zu fließen und wenn man da jetzt so das Format 1,50 Meter auf 70 hat, man hat gleich Raumwirkung, nicht die ganzen Fugen, wo unterbrochen sind. Man kann ja auch mit dem spielen. Wir haben hier jetzt Hochkant, genauso dann auch waagrecht verlegt. Nebenan sehen wir ja unser Mosaikchen noch dazu, also man hat da schon großen Spielraum, wie man es gestalten kann und was man hervorheben möchte. Besonders stylisch wird es übrigens, wenn Boden- und Wandfliesen passend gestaltet werden. Bei der Wahl der Optik gibt es auch bei den Großformaten keine Grenzen. Naturstein- oder Holzoptik, einfarbig oder gemustert. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Wir machen jetzt hier die erste Bauen und Wohnen Grillparty bei uns im Garten. Timo, was gibt es? T-Bone Steak, Rosmarinkartoffeln dazu, Rotwein habe ich gesehen. Ich denke mal, das wird ein schöner Abend. Das wird ein richtig leckerer Abend. Vielen Dank schon mal, liebe Zuschauer. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann mit einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Bleiben Sie gesund und das sind unsere Themen kommende Woche. Wie hoch steigen die Strompreise noch? Die EEG-Umlage und der Umstieg auf erneuerbare Energien verursachen Kosten. Ausgleichen muss die der Stromkunde. Wie sich die Strompreise in Zukunft entwickeln und wo ich als Verbraucher sparen kann. Und der perfekte Rasenmäher. Unser Experte stellt Ihnen die gängigsten Modelle vor und erklärt, welcher Rasenmäher der richtige für Ihre Bedürfnisse ist. Bauen und Wohnen ab Montag, 20. Juni, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus. Und der Kreissparkasse Ravensburg.